Hallo und herzlich willkommen zum 8. Lauf der WTCC hier in der Magdeburger Börde. Der Lauf in Oschersleben. Mal sehen, was die Strecke uns zu bieten hat. So, hier sind wir jetzt nach der langen Anreise in die ehemalige DDR, wo heutzutage nur noch eine Statue daran erinnert, dass hier alles abgegrenzt war. Sind wir durch diese Einöde der Börde durchgefahren, eine sehr, sehr flache Gegend, wo es viele Landstraßen noch gibt, die wirklich kilometerweit geradeaus gehen. Sehr, sehr eindrücklich. Auch sehr viele Weizenfelder nach wie vor, da wird sehr viel Agrikultur betrieben. Hier wird zum Beispiel sehr viel Zuckerrübe verarbeitet. Da ist auch die größte Kartoffelverarbeitungsfabrik, die etwa 140 Tonnen Kartoffeln verarbeitet im Jahr. Ja, nach dieser Zeit bekamen sie auch viele Fördergelder aus dem Westen, um hier neue Sachen aufzubauen. Sie konnten ihrem Innovationsreichtum freien Lauf lassen und fingen mal an, überall Windmühlen aufzubauen. Ganz schön eindrücklich, riesig diese Dinger. Und hier in der Gegend findet man die zu Tausenden. Dann haben sie sich halt überlegt, was könnte man noch machen? Ah, genau, hier mitten in der Börde eine Rennstrecke, das wäre es doch noch. So könnten sie etwa 5000 Leute beschäftigen und seit 1995 steht hier also eine sehr kurvenreiche Strecke. Nun, sie liegt halt nicht wirklich an der Hauptverkehrsachse, deshalb mussten sich auch ein bisschen was einfallen lassen, um mehr Publikum zu holen. Hatten sich wieder sehr, sehr lange überlegt. Ah, und seit 2010 haben sie das Motorpark Arena Grid Girl gewählt, eine Vorausscheidung, und mit der promoten sie jetzt diese kurvenreiche Strecke. Mal sehen, was die Kurven des Grid Girls hier zu bieten haben. Entschuldigung, ich dachte, die Grid Girls mögen das. Die sind doch wegen den Fahrern hier, oder ist das bei dir nicht so? Nein, überhaupt gar nicht. Ich zeig dir, wo du stehen sollst. Und ich bin ja nicht deine. Aber was war denn die Motivation, diesen Job hier zu machen? Na, das macht doch Spaß, einmal das ganze Renngeschehen hier live miterleben. Aber ich meine, das Wichtigste sind doch wir Fahrer, nicht? Ja, wir müssen euch repräsentieren und gut aussehen neben euch. Okay, aber das tust du ja auf jeden Fall. Warst du schon mal im Rennwagen? Ja, ich saß am Mittwoch schon einmal drin. Aber nicht im WTCC-Auto, oder? Nein, bis jetzt noch nicht. Also gehen wir mal rüber. Ja, gerne. Komm. So, also das ist jetzt mein Rennwagen von der WTCC, ein Seat Diesel. Mit dem muss ich jetzt in ein paar Minuten gleich weg. Das ist richtig cool, das Auto, hat auch richtig Dampf. Ja, also was hältst du so vom ersten Moment an? Sieht auf jeden Fall toll aus, ja. Ich würde natürlich auch gerne einmal drin sitzen. Na, also komm, dann steig doch bitte ein. Am besten, ich fahre einfach das Auto. Er ist sowieso das bessere Good Girl. Hey, Sister, go, Sister, soul, Sister. So, ich meine, bei dir, bei so einer hübschen Fahrerin, da mache ich mich sogar als Reporter und mache auch sehr gerne mal den Interviewjob. Wie war es denn draußen? Es war einfach super. Also, ich habe die anderen alle abgehängt und bin am Ende auf dem ersten Platz nach vorne gelandet. So, in dem Fall hängst du jetzt deinen Job für die Motorsportarena an den Nagel und fährst nur noch. Ja, natürlich. Du bist ja jetzt auch das Good Girl, ja? Genau, also machen wir so. Genau. Na gut, dann schauen wir, dass wir noch ein paar Zuschauer aus der Schweiz herlocken. In der Schweiz reden wir ja nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Und du kannst bestimmt ein bisschen Französisch sprechen, oder? Ein bisschen, ja. Also dann sagen wir mal. Au revoir. Au revoir, à bientôt. C'était bien, avant on a vu que toi tu fais beaucoup de publicité pour les virages et les courbes du circuit, avec toi-même et en plus le spectacle sur circuit. Qu'est-ce qui s'est passé?